Ja, hallo und willkommen zu einem kleinen Sonderdrift-Tutorial. Ihr wisst, wir sind immer am Verbessern, am Weiterentwickeln und am Machen und Tun. Und wenn Probleme auftreten, wenn Dinge nicht perfekt sind, versuchen wir sie natürlich auch noch besser zu machen. Und ich habe euch ja schon angekündigt, dass wir da dran sind, dass wir was gefunden haben, wie man die Erkennung der Targets, beziehungsweise speziell eines Targets, wo es ab und zu mal in der Vergangenheit oder bei einzelnen Leuten vermehrt zu Fehlererkennungen kam. Das nehmen wir natürlich ernst, auch wenn der Fehler im Normalfall sehr selten auftritt, aber er tritt auf und wir haben auch finden können, woran es liegt. Ja? Und ich habe euch ja gesagt, wir schauen, dass wir da eine pragmatische Lösung für finden. Jetzt ist es so, dass wir in diesem Fall tatsächlich gesehen haben, wir können das an der Codierung selbst ändern, ohne jetzt die Firmware vom Fahrzeug anzupacken. Und haben uns dafür auch tatsächlich für diesen Schritt entschieden, das so zu machen. Es ist ja nicht so, dass die Variante, wie sie bisher ist, nicht funktioniert, sondern es ist eine Verbesserung. Und dementsprechend haben wir aber unsere Produkte jetzt für die Zukunft auch verbessert. Dementsprechend kommen wir jetzt auch mit dem Tutorial, weil es wird ab nächste Woche eine neue Lieferung an Targets geben. Die sind ja momentan schon eine Weile aus dem Shop raus, weil sie ausverkauft war, die erste Produktion. Und die nächste Auflage hat natürlich diese Optimierung dann auch schon drin. Nichtsdestotrotz, ich möchte euch einmal erklären, was da geändert wurde und warum, so dass ihr auch die Möglichkeit habt, zum einen bestehende Targets auch zu modifizieren, um das zu optimieren, aber auch, ich weiß, viele drucken sich ja die Targets auch selber, kann man ja machen auf weißem Papier, einfach damit ihr eben die Information habt, dass das Ganze einfach, egal in welcher Variante, möglichst optimal funktioniert, weil das ist ja Sinn der Sache. So, was haben wir getan? Wir reden also explizit von einem bestimmten Target. Ich nehme jetzt hier mal einen Satz der alten Version. Und zwar reden wir, hier haben wir noch schon ganz oben, vom Angle Drift. Ja? Angle Drift gab es das Thema, dass ab und zu der Angle Drift als Finish erkannt wurde. Was natürlich blöd ist, wenn ich losfahre, Gymkhana-Modus und die erste Figur, bis schon gleich der Angle kommt, Finish, dann kann ich von vorne anfangen. Ärgerlich, doof und wie gesagt, haben wir eine Lösung, das zu verbessern. Was haben wir gemacht? Jetzt nehme ich mal hier den neuen Satz, die aktuelle Version, die es eben, wie gesagt, ab nächste Woche gibt. Ich nehme jetzt auch hier mal den Angle Drift raus. Und jetzt seht ihr hier, dass es hier einen Unterschied in der Codierung selbst gibt. Und zwar, wenn wir das mal nebeneinander legen, dann seht ihr, dass hier einmal eine Linie fehlt. Ja, also ich gehe jetzt mal auf den neuen ein. Und da seht ihr, dass wir hier die Codierung haben, die ist ja normal symmetrisch bei den meisten Targets. Hier hat es eine schwarze Linie, eine dicke, dann kommen zwei dünne und hier fehlt, von der Seite her fehlt jetzt diese dicke Linie. Warum? Weil tatsächlich das Überfahren hier in der Richtung unter ungünstigen Bedingungen dazu geführt hat, dass hier der Weißbereich falsch erkannt wurde und damit eben dann Finish ausgelöst wurde. So, also haben wir gesagt, okay, prinzipiell kann man die Linie wegnehmen. Haken bei der Sache ist natürlich dann, dass ich beim Weiterfahren, also wenn ich quasi jetzt von der Seite hier komme, ja, dass der Code, weil dann fehlt der weiße Balken, der am Schluss kommt, den brauche ich aber unbedingt, dass dann hier quasi der Angle Drift nicht mehr erkannt wird. So, das hat jetzt leider die kleine Einschränkung, deswegen haben wir es auch so ein bisschen geziert und erstmal überlegt, was wir tun können. Dass dieses Target, und deswegen hat es jetzt hier solche Pfeile drauf, wie bei der Startziellinie eben auch, dass dieses eine Target ausnahmsweise halt nur in die eine Richtung optimal funktioniert. Es funktioniert natürlich in die andere, weil hier haben wir ja den Balken, ja? Aber ihr habt dann eben nur noch einfache Erkennung, weil der nicht funktioniert. Und ihr habt das Risiko, dass eben der Finish erkannt wird. Sprich, ihr solltet halt dieses Target in der Zukunft dann eben von hier anfahren, dann habt ihr genau den Punkt, dass das nicht mehr passieren kann und ihr immer noch die doppelte Erkennung habt. Von dem her eine annähernd hundertprozentige Lösung, funktioniert also wirklich sehr, sehr, sehr gut. Wir haben das auch intensiv mit der Community getestet. Das ist auch ein Grund, warum wir eben jetzt erst damit rausgehen. Wir haben also verschiedene Tester gehabt aus der Community, die Targets mit der Modifikation, die das wussten, die das ausprobiert haben, getestet haben. Und das Feedback war eindeutig, es funktioniert eben damit ja, perfekt. Also wirklich ansatzweise 100%, alles gut. Und dementsprechend war es für uns der Weg und deswegen haben wir es auch so geändert. So, jetzt kommen wir zum Thema, was könnt ihr tun, wenn ihr noch alte Targets habt oder auch wenn ihr Targets selber druckt. Die Lösung ist keine Überraschung. Ihr schneidet halt den einen schwarzen Balken da vorne weg. Ja? Das heißt, ihr geht her, nehmt euch irgendwo ein schönes Lineal, eine Unterlage, setzt hier einmal an, sodass das Schwarz auf jeden Fall dann auch komplett weg ist. Dann machen wir hier einmal einen Cut und nehmen quasi, komm her,
nehmen diesen schwarzen Balken einmal weg und müssen uns dann nur merken, dass wir halt von der Richtung drauf fahren. Einziges Thema ist, ihr müsst natürlich, oder solltet darauf achten, dass hier vorne dran ein Weißbereich ist. Weil wenn ihr jetzt natürlich eine dunkle Strecke habt oder einen schwarzen Untergrund, dann habt ihr natürlich fast im Prinzip das gleiche Thema, als wenn ihr den Balken dran lasst. Ja? Im Prinzip könnt ihr auch hergehen und könnt überlegen, ob ihr hier was Weißes ansetzt, in der Form. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ist ein bisschen eine Bastelgeschichte natürlich, ist auch nicht die Optimallösung, weil es funktioniert ja prinzipiell auch so. Aber wenn einer eben das gerne raus haben möchte und die alten Tages nehmen will, kann er das tun. Oder ihr ändert eure Druckdateien, wie auch immer. Oder aber ihr gönnt euch halt neue Targets. Ist ja eh ein Verbrauchsmaterial. Diese Papier-Targets sind ja super günstig, werden auch nicht teurer deswegen, weil wir sie geändert haben. Gab es ja auch mal eine Diskussion drüber. Um Gottes Willen, wir haben dann die alten auch entsorgt und haben halt wirklich neue bestellt, neue drucken lassen. Aber eben, es musste ja erst getestet werden. Erst wenn getestet ist, kann ich in den Druck gehen und. Ja. Aber wie vorhin schon kurz gesagt, die Sachen sind im Druck und Plan ist, dass die diese Woche noch kommen, sodass wir die ab nächster Woche an euch ausliefern können. Also wichtige Info noch, alle, die jetzt Tages bestellt haben und nichts geliefert bekommen haben, weil eben die aus dem Versand rausgenommen haben, die restlichen, bekommen natürlich die neuen, logisch. Also ihr müsst nichts stornieren, sondern wenn ihr noch keine Tages habt, wenn ihr jetzt was bekommt, werden es die neuen sein. Soviel dazu. Ich hoffe, damit sind auch ein paar Fragen, die jetzt inzwischen so in der Gerüchteküche kursiert sind, zu dem ganzen Thema geklärt. Es ist Entwicklung, es ist alles noch immer ein sehr hochinnovatives und neues Produkt und wir haben da natürlich extrem viel Know-how reingesteckt mit der ganzen Technologie, mit der Sensorik und wäre komisch, wenn wir da nicht Verbesserungspotenzial hätten. Deswegen denke ich, ihr versteht das, dass wir da dann eben auch immer wieder Dinge finden, die man besser machen kann und ihr könnt mir glauben, wir werden nicht aufhören, weiter zu optimieren. Wir haben auch noch ganz viele Ideen, aus dieser Sensortechnik noch mehr rauszuholen. Also da könnt ihr sicher sein, dass da noch so einiges kommt. Ansonsten bleiben wir so im Umgang miteinander, dass wenn wir so Ideen haben, dass ihr das eben auch erfahrt. Und ja, meine Bitte ist eben natürlich auch diese Informationen weitergeben, euch gegenseitig da unterstützen, dass am Ende des Tages die Leute alle miteinander einfach nur ein Ziel haben, nämlich möglichst viel Spaß mit unseren Drift Tracern zu haben. Danke.